Hi, ich grüße euch heute mal von einer anderen Perspektive. Ich habe mich hier, da ist, seht ihr diesen komischen Wuppenwups? Was ist denn das mit meinen Haaren? Ich versuche seit 10 Minuten, das irgendwie weg. Es geht nicht weg. Wir müssen damit leben. Ich habe mir gedacht heute, dass ich mich mal woanders hinsetze. Und zwar sitze ich jetzt hier am Fenster, weil irgendwie habe ich mir gedacht, probieren wir doch mal was Neues. Und da seht ihr meinen waschbärverkleideten Panda. Yay, der lebt gerade, weil er nämlich tot ist. Ich habe euch bei Twitter gefragt, was ihr denn für Videos von mir in nächster Zeit sehen möchtet. Und ganz, ganz oft ist gesagt worden, der 100-Fragen-Tag. Und da habe ich mir schon gedacht, der 100-Fragen-Tag? 100 Fragen? Das ist ja für jemand, der unglaublich gerne redet wie ich, ist das natürlich ein Traum. Und da habe ich mir gedacht, okay, schickt mir mal den Link. Und dann habe ich den Link von euch bekommen. Und jetzt habe ich hier gerade gesehen, die Easy Peasy hat den gemacht. Ich werde euch das Video von ihr mal in die Infobox packen, dann könnt ihr das anschauen. Und die Kleine hat es geschafft in 16 Minuten. Ich werde mich sehr zusammenreißen, 100 Fragen in unter 20 Minuten zu schaffen. Ich schaue mal, wie ich das hinbekomme. Und deswegen, ich fange jetzt sofort an und freue mich, wenn ihr euch jetzt einfach es euch gemütlich macht und euch so ein bisschen unterhalten lasst zu mir und schon schauen, ob ich das hinbekomme. Okay, erste Frage. Schläfst du mit geöffneter oder mit geschlossener Tür? Mit geschlossener Tür. Nimmst du die Shampoos und Spülungen aus Hotels mit? Nein, also ich finde das sau eklig. Ich weiß nicht, das sind meistens auch so Sachen, die ich mir irgendwie nicht auf die Haare klatschen möchte. Und irgendwie ist mir da immer ganz eklig davor. Ich kann das immer überhaupt nicht. Schläfst du mit deinen Jalousien oben oder unten? Unten. Es kommt aber drauf an, also eigentlich mag ich es wirklich, wenn es komplett dunkel ist. Allerdings, wenn ich weiß, am nächsten Tag muss ich aufstehen oder so. Und jetzt im Sommer lasse ich die Jalousien immer so halb offen, weil dann die Sonne immer so schön in mein Schlafzimmer scheint. Und es ist nichts Schöneres, das Gefühl, als wenn man morgens aufwacht und man macht so die Augen auf und man denkt sich, oh mein Gott, wo bin ich eigentlich gerade? Und dann scheint so die Sonne durch die Jalousien durch. Das ist einfach wunderschön, deswegen. Also im Winter auf jeden Fall ganz komplett zu, obwohl das eigentlich dann egal ist, weil in der Früh ist es eh nicht dunkel. Völlig egal. Also sagen wir, genau. Hast du jemals ein Straßenschild gestohlen? Nein. Magst du es, Post-its zu benutzen? Nein, ich hab ja. Also die Leute, die mich schon länger kennen und hier auf YouTube, wissen auch, dass ich der totale Chaos-Mensch bin. Und deswegen, ich habe weder einen Terminplaner, noch ein Notizbuch, noch sonst irgendwas. Ich habe auch in meinem Handy nichts irgendwie, was ich reinschreibe, was ich irgendwie mache. Also irgendwie kriege ich das nicht so hin. Und deswegen hängen auch bei mir nirgendwo Post-its. Ich habe, glaube ich, nicht mal welche zu Hause. Also nein. Schneidest du Coupons aus, ohne sie dann jemals zu benutzen? Nein, also ich bin überhaupt kein Couponjäger oder finde das irgendwie cool, wenn es in Zeitungen drin ist und man darf sich dann irgendwas aussuchen oder so, weil ich denke mir immer, ich möchte einfach so wenig wie möglich eigentlich Ramsch in meinem Leben haben, was jetzt die Wohnung betrifft. Und deswegen versuche ich einfach wirklich jetzt so wenig wie möglich immer nach Hause zu schleppen. Und deswegen bin ich kein Couponnutzer, wenn es irgendwie einen Waschlappen umsonst gibt oder so, nein. Würdest du lieber von einem Bären oder von einem Schwarm Bienen angefallen werden? Ich kriege das Wort gerade nicht raus. Ja, also Bären oder Bienen. Ich habe letztes Jahr im Sommer meinen allerersten Bienenstich gehabt und das waren die schlimmsten Schmerzen, die ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Also ich bin wirklich nicht schmerzempfindlich, halt einiges aus, aber da habe ich echt geweint vor Schmerzen. Das hat so verdammt wehgetan, dass ich es nicht aushalten konnte und deswegen, ich möchte dieses Gefühl nie wieder haben. Seitdem tue ich auch immer leicht panisch reagieren, wenn ich eine Biene oder eine Wespe sehe, aber ich glaube, dann nehme ich doch wirklich den Bären, weil ich habe zwar sehr kurze Beine und mit diesen Wieselbeinen kann ich aber ziemlich schnell laufen und deswegen vielleicht schaffe ich es ja dann, dem Bären irgendwie aus dem Weg zu gehen. Hast du Sommersprossen? Nein, keine einzige. Ich habe keine einzige Sommersprosse überhaupt nirgendwo auf meinem Körper. Also da bin ich irgendwie, habe ich mich auch, wenn ich in die Sonne gehe. Lachst du immer bei Bildern? Also diese Witzbilder, wenn die gemeint sind, finde ich total unlustig. Egal was es ist irgendwie. Meine beste Freundin, die steht total auf diese Lachbilder und schickt mir die dann immer per WhatsApp. Und ich denke mir immer, löschen, löschen. Tanja, schick mir sowas nicht. Also nein. Was ist die größte Sache, die du nicht abkannst? Also ich hasse es, wenn Stress gemacht wird, unnötiger Stress, wenn Leute einfach total hektisch sind und jetzt das muss irgendwie sein und irgendwie total mal sich nicht einfach treiben lassen können. Das Kind finde ich ganz, ganz schlimm irgendwie. Ich bin eher so eine Gechillte, deswegen alles ganz easy. Zählst du manchmal deine Schritte beim Gehen? Nein. Hast du jemals in den Wald gepisst? Also das ist die Frage, Formulierung der Frage ist ja schon eine Unverschämtheit.
Ich glaube, als Kind vielleicht, wenn man mit den Eltern auf der Autobahn ist und irgendwie denkt man sich, man war natürlich gerade an der Raststätte und man muss aber dann 5 Minuten später fällt einem ein und muss jetzt aufs Klo, dann denke ich schon. Hast du in den Wald jemals was anderes gemacht? Ich kann dieses Wort, ich kann das nicht aussprechen, das ist hier im Internet. Also, ob man halt das andere auch gemacht hat und nein, also nein. Tanzt du manchmal, wenn keine Musik läuft? Ja, vor allem peinlich, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, weil ich bin ein Mensch, der wahnsinnig anfällig für Ohrwürmer ist und in meinem Kopf ist irgendwie ständig irgendwelche Musik, gerade wenn meine Schwester, wenn ich mit der unterwegs bin und wir irgendwie keine Musik hören und sie aber kurz was summt, habe ich sofort den Ohrwurm davon und ich bin jemand, der immer gerne, ich weiß nicht, ich laufe auch ziemlich komisch, also ich hüpfe auch immer gerne und deswegen, ja, das mache ich wirklich. Kaust du auf deinen Stiften? Nein, das habe ich nie gemacht, das finde ich super ekelhaft. Ich fand auch immer so eklig. In der Grundschule saß ich neben einem, der hat immer auf seinem Bleistift rumgekaut. Und das, oh, Freunde, sowas macht man nicht. Nein, wirklich, reißt euch mal zusammen. Die 16. Frage, mit wie vielen Leuten hast du diese Woche geschlafen? Welche Größe hat dein Bett? Die 17. Frage. Also das ist ja mein Bett, witzig, jetzt sitze ich das erste Mal davor. Das ist mein Bett, das ist 1,40 Meter breit. Ich hätte es gerne noch größer. Ich hätte gerne ein richtiges 2-Meter-Brett, weil... Bett. Ich hätte gerne ein 2-Meter-Bett, weil ich brauche unglaublich viel Platz. Ich bin zwar ziemlich klein, aber ich brauche wahnsinnig viel Platz und ich liege im Bett immer mit Händen so und die Füße auch so, also wie so ein Seestern und manchmal reicht mir das 1,40 nicht. Ich brauche wahnsinnig viel Platz im Bett, ja. Was ist dein Song der Woche? Auf jeden Fall Whatever von Crow und dazu die Parodie von Die Lochis. Mädels, das habt ihr so... Mädels, hab ich jetzt gelesen. Also das ist super. Also das werde ich euch in die Infobox packen, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich habe sogar den Text mehr von den Lochis drauf als von Crow. Nice, nice. Ja, das ist auf jeden Fall awesome. Findest du es okay, wenn Jungs pink tragen? Klar, natürlich. Soll doch jeder tragen, was er will. Schaust du immer noch Zeichentrickfilme? Ja, ich schaue halt Family Guy, aber ich weiß nicht, ob Family Guy so ein wirklicher Zeichentrickfilm ist. Aber ich schaue auch gerne SpongeBob. Also ich bin eigentlich da ziemlich, aber ich gucke jetzt kein... Boah, wisst ihr, was ich gerne mal wieder gucken möchte? Hey Arnold. Oh Mann, wie gerne würde ich das mal wieder gucken. Oder Duck Duck war auch super. Das sind so Zeichentrickfilme. Wenn ich Zeichentrickfilme höre, dann kommen mir immer diese Serien, die habe ich geliebt. Und das würde ich eigentlich schon mal gerne wieder gucken. Was ist dein allerliebster Film? Von Audrey Hepburn, Ein süßer Fratz. Ja, also den mag ich so unglaublich gern. Wo würdest du einen verborgenen Schatz vergraben, wenn du einen hättest? In den Bergen. Wer einmal in den Bergen war, weiß, da kennt sich kein Mensch zurecht. Und das haben wir ja hier in München Gott sei Dank recht nah. Das würde ich dann machen. Was trinkst du zum Abendessen? Wasser. Worin dippst du deine Chicken McNuggets? In Süß-Sauersoße, selbstverständlich. Gibt es irgendjemanden, der diese... Ich habe einmal in meinem Leben diese Barbecue-Soße probiert. Die ist sehr saueklig. Also in Süß-Sauersoße. Was ist dein Lieblingsessen? Fleisch. Ich esse wahnsinnig. Es tut mir leid für alle Vegetarier. Ich esse unglaublich gerne Fleisch. Ich esse wahnsinnig viel und gerne Fleisch. Ja, also alles, was mit Fleisch zu tun hat. Welche Filme kannst du immer und immer wieder ansehen und du liebst sie trotzdem? Natürlich Blond. Das ist einer von den Filmen, die ich mindestens schon bestimmt 600 Mal gesehen habe oder so. Und ich kann jede einzelne Zeile dieses Films auswendig. Und ja, also das ist ein ganz, ganz toller Film. Ich liebe den. Letzte Person, die du geküsst hast, die dich geküsst hat. Das sage ich euch, das ist sicher nicht hier im Internet. warst du jemals ein Pfadfinder? Nein, aber ich kann den Pfadfinder-Gruß. Und zwar hat mir meine Mom beigebracht. Und das ist nämlich der Große beschützt den Kleinen und 3 gute Taten am Tag. Das ist der Pfadfinder-Gruß. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Würdest du jemals nackt in einer Zeitschrift posen? Nein, weder in der Bravo noch dem Playboy. Obwohl, gibt es überhaupt noch in der Bravo diese nackten Menschen? Ich weiß, ich glaube, das ist doch schon längst wieder abgeschafft, gell? Und ich würde es auf jeden Fall trotzdem nicht machen. Nein, niemals. Wann war das letzte Mal, dass du jemanden einen Brief auf Papier geschrieben hast? Das war letztes Jahr, glaube ich, irgendwann meiner besten Freundin. Das ist komischerweise, so eine Frage hatte ich irgendwie in letzter Zeit schon mal. Und genau, also das war auf jeden Fall für meine beste Freundin. Kannst du ein Auto voll tanken? Natürlich kann ich ein Auto voll tanken.
Hast du jemals einen Strafzettel bekommen? Bisher noch nicht. Also ich muss sagen, dass ich immer wahnsinnig viel Glück habe. Ich fahre zwar Auto wie eine... Aber ich habe noch nie einen Strafzettel bekommen. Also ich parke eigentlich auch wie ein Anfänger. Also rückwärts einparken ist nicht meine Leidenschaft. Aber ich bin weder geblitzt worden bisher, noch habe ich einen Parkschein bekommen, noch bin ich angehalten worden wegen rüpelfahrendem Autofahren. Ist dir jemals der Tank mitten auf der Fahrt ausgegangen? Nein, Gott sei Dank noch nie. Lieblingssandwich. Also ich gehe wahnsinnig gerne zu Subway. Und da esse ich dann immer das Thunfischchen mit Frischkäse und mit Salat und mit vielen Gurken und mit vielen Zwiebeln. Und ich hasse Tomaten und kein Ketchup drauf und dann eine Menge Salz. Mit Cheese-Oregano-Brot. Ja, das esse ich gerne. Das Beste, was man zum Frühstück essen kann. Speck. Gott, ich liebe Speck. Speck auf Eiern, Speck auf Brot. Speck solo, Speck mit Salz, Speck mit Ketchup, Speck mit Barbecue-Soße, Speck mit Croissants, schmeckt hammergeil. Einfach so awesome, richtig, richtig gut. Also ja, Speck. Wann gehst du normalerweise zu Bett? Also normalerweise immer so um 9 rum, weil ich eigentlich gar keine Nachteule bin. Ich kann nicht lange aufbleiben. Das hat sich allerdings ziemlich geändert, nachdem ich jetzt meine Schlafphasen irgendwie ziemlich durcheinander gebracht bekommen habe. Also seitdem ich so schlecht schlafe irgendwie. Und im Moment gehe ich grundsätzlich vor 1 nicht ins Bett. Bist du faul? Oh ja. Ich bin einer der faulsten Menschen, die es gibt. Ich bin einfach, ich weiß nicht, was nicht sein muss, mache ich nicht. Und ich bin einfach wahnsinnig immer, ich bin so zu chillig in manchen Sachen. Und ich weiß nicht, solange ich einfach irgendwie niemand anders nerve mit meiner Faulheit, lebe ich diese Faulheit mehr als aus. Als du ein Kind warst, als was hast du dich verkleidet zu Halloween? Immer als Hexe. Weil ich dachte, dass ich eine Hexe wäre und ich könnte zaubern wie Bibi Blocksberg und ich war auf jeden Fall immer eine Hexe. Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Ich bin Schlange da. Wie viele Sprachen kannst du sprechen? Ich spreche Englisch, ja, und ich habe mal Latein gelernt, aber das ist ja keine Sprache, die man spricht. Aber ich bin ganz stolz darauf, dass ich das durchgezogen habe damals und Latein gelernt habe. Aber vielleicht könnte ich ein bisschen noch was, aber... Nee, aber ich habe kein Spanisch und kein Französisch und so. Ich bin in Sprachen nicht gut, also ich bin froh, dass ich überhaupt ein bisschen Deutsch kann. findest du besser Legos oder Dominosteine? Selbstverständlich Legos. Puh, was habe ich mit Legosteinen gespielt? Ohne Ende. Bist du stur? Nein. Also das bin ich, glaube ich, wirklich nicht. Also... Ich bin jemand, der viel und gerne auf Kompromisse eingeht und finde irgendwie, dass man immer in der Mitte sich irgendwie treffen kann. Und es gibt eigentlich selten was, wo ich wirklich total darauf beharre, dass das jetzt so sein soll. Nee, also eigentlich nicht. Wer ist besser, Thomas Gottschalk oder Markus Lanz? Thomas Gottschalk, selbstverständlich. Also nichts gegen Markus Lanz, es tut mir unglaublich leid, irgendwie, was da alles passiert mit ihm und dass die Leute so böse über ihn reden. Aber Thomas Gottschalk war halt einfach das Bessere. Hast du jemals eine Seifenoper gesehen? Ja, ich schaue GZSZ, also manchmal, wenn mir langweilig ist. Hast du Höhenangst? Ja, früher hatte ich ganz, ganz schlimm Höhenangst. Mittlerweile denke ich mir, das ist alles Kopfsache und man kann sich auch immer ein bisschen anstellen. Ja. Singst du im Auto? Oh ja, total peinlich. Vor allem singe ich gerne, wenn Sommer ist und wenn die Scheiben runter sind und man mich dann hört. Ich weiß nicht, das gibt mir irgendwie einen unglaublichen Kick, weil das ist einfach so eine peinliche Situation ist, dass man sie eigentlich schon wieder genießen sollte. Weil das hat auch irgendwie was von Selbstüberwindung zu tun, wenn man im Auto sitzt und auch an der Ampel steht und du weißt, neben dir ist einer und auf der Seite ist jemand und du sitzt im Auto. Ich mach's gerne, weil es macht Spaß und es ist immer wieder mal lustig, wenn man sich da so zur Seite dreht und dann guckt einen jemand an. Was macht die da? Das finde ich immer sehr lustig, ja. Singst du unter der Dusche? Nein, gar nicht. Ich kann auch keine Musik unter der Dusche hören, ich möchte einfach nur duschen. Tanzt du im Auto? Ja, wie gesagt, also ich singe und tanze auch im Auto. Meine Schwester, wir haben da so einen Move, wir machen immer den hier, total super peinlich. Meine Freundin Steffi, die dann immer mit uns mitfährt, sie sitzt immer hinten, die Steffi. Meine Schwester fährt im Auto und ich sitze daneben dran. Und wenn wir dann Musik hören, dann machen wir immer den hier. Und die Leute, die immer vor uns im Auto sind, die drehen sich dann immer um zu uns und denken sich, Weiber. Hast du jemals eine Pistole benutzt? Nein, ich hatte auch noch nie eine in der Hand. Nein. Letztes Mal, dass du ein Porträt bei einem Fotografen gemacht hast. Das ist sehr lustig, weil das habe ich erst am Anfang des Monats gemacht gehabt bei Flo. Die sind wunderschön geworden. Denkst du, dass Musicals kitschig sind? Also ich mag das. Findest du, Weihnachten ist stressig?
Nein, es gibt einen kleinen Faktor, der Gott sei Dank weg ist aus unserem Leben und seitdem ist Weihnachten awesome. Also macht, also Weihnachten finde ich immer noch nach wie vor wunderbar. Lieblingsobstkuchen. Himbeeren. Auf jeden Fall. Wenn Himbeeren dabei sind, dann bin ich auf jeden Fall voll ganz vorne mit dabei. Berufe, die du als Kind werden wolltest. Ich wollte Arzt werden. Ich dachte, dass ich könnte Arzt werden. Aber das haben wir dann Gott sei Dank aufgehört. Glaubst du an Geister? Ja. Hattest du jemals ein Déjà-vu? Ich habe ständig das, ständig. Also Déjà-vu ist ganz vorne mit dabei bei mir, hab ich dauernd. Nimmst du täglich Vitamine zu dir? Also keine Tabletten, ich esse das einfach so und genau. Trägst du Hausschuhe? Nein, ich hasse Hausschuhe. Ich finde das auch ganz schrecklich, wenn ich woanders bin. Die Leute tragen Hausschuhe. Das ist ganz ekelhaft. Trägst du einen Bademantel? Ja, wenn ich aus der Dusche halt rauskomme und nasse Haare habe. Sonst tue ich mit einem Handtuch duschen. Was trägst du beim Schlafen? T-Shirts. T-Shirts und T-Shirts. Also keine Schlafanzugshose. Ich kann das nicht haben, wenn an den Beinen was ist. Oh. Auch im Winter nicht. Erstes Konzert war ich bei Cher. Aldi, Lidl oder Kaufland? Wenn ich mich entscheiden müsste, dann Aldi. Chips oder Flips? Ich hasse Flips. Allein das Wort zu lesen, kommt mir schon echt hoch. Also wenn ein Chips, ich hasse Flips, wie das schon riecht. Also wenn ich so, boah, das ist so ekelhaft. Boah, diese Erdnussflips, das ist so, oh, boah, ich kriege jetzt total die Gänsehaut gerade. Voll ekelhaft, voll ekelhaft. Nike oder Adidas? Beides nicht. Ich finde diese Sportschuhe oder diese Turnschuhe, diese Nike Airs oder Fly Airs oder Air Max oder wie auch immer die heißen, super hässlich. Also gar nicht meins. Erdnüsse oder Sonnenblumenkerne? Sonnenblumenkerne. Hast du jemals Tanzunterricht genommen? Ja, ich war viel tanzen. Also obwohl ich eigentlich, also ich hasse halt tanzen in der Disco irgendwie, wenn man da steht und dann sich nur zur Musik bewegen soll oder so. Aber ich habe viel, wie nennt sich das, wie hat sich das genannt? Also halt dieses Pop-Art-Zeug oder ich habe viel getanzt eigentlich, als ich kleiner war. Welchen Beruf soll dein zukünftiger Ehepartner haben? Das ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache er ist glücklich in dem, was er tut. Kannst du die Zunge rollen? Ich kann sie auch so zur Seite machen. Also ich kann sie so machen und ich kann sie so drehen. So. Also ich kann mit meiner Zunge ganz tolle Sachen, ja. Hast du jemals einen Buchstabierwettbewerb gewonnen? Nein. Hast du jemals vor Freude geweint? Ja, das tue ich oft, weil es einfach so schön ist zu leben irgendwie. Und manchmal gibt es so Situationen, wo man einfach glücklich sein darf, finde ich. Und einfach, wo ich einfach so zufrieden bin, dass ich einfach lebe. Und dann, oh, kullert es einfach gleich los. Ja. Willst du irgendwelche aufgenommenen Alben? Also ich habe früher mal Kassetten gemacht, also vom Radio auf Kassette. Das konnte mein Alter, das war bevor es CDs gab, da habe ich das gemacht. Hast du ein Aufnahmegerät? Ich habe eine Kamera. Das ist ein Aufnahmegerät. Rauchst du regelmäßig? Nein, ich rauche nicht. Ich hasse auch, wenn jemand anders raucht. Ich kann das nicht haben. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und wenn ich an einer Zigarette ziehe, was ungefähr einmal in 50 Jahren vorkommt, dann haut es mir so den Kreislauf zusammen, dass ich erstmal am Boden liege. Total peinlich. Warst du jemals verliebt? So ein bisschen halt, ne? Also der Nonplusultra-Typ war noch nicht dabei. Wen würdest du gerne mal auf einem Konzert sehen? Auf welchem Konzert warst du zuletzt? Auf One Direction? Ja, One Direction war ich als letztes. Heißen oder kalten Tee? Heißen Tee. Tee oder Kaffee? Momentan Kaffee. Gummibärchen oder Schokolade? Keins von beiden. Nee. Kannst du gut schwimmen? Ich kann gut paddeln. Ich glaube, das zählt auch, ja. Also nein, eigentlich nicht. Ich kann paddeln. Das ist das Einzige. Kannst du die Luft anhalten, ohne die Nase zuzuhalten? Ja, kann ich. Bist du geduldig? Kommt auf die Situation an. Es gibt Momente, da sollte man geduldig sein. Und ja, aber ansonsten, also es kommt auf die Situation an, ja. DJ oder eine Band auf deiner Hochzeit? Eine Band. Hast du jemals einen Wettbewerb gewonnen? Bestimmt, oder?
tut nicht jeder irgendwas mal? So eine Bundesjugendspiele-Urkunde, peinliches irgendwas, das ist ja wenigstens, alle sind dabei und jeder kriegt so eine komische Urkunde, damit sich keiner irgendwie schlecht fühlt. Hattest du jemals eine Schönheitsoperation? Nein. Welche Oliven sind besser, die grünen oder die schwarzen? Die grünen natürlich. Die schwarzen sind so saueklig und ich liebe grüne Oliven. Kannst du stricken oder häkeln? Ja, ich kann beides. Ich kann auch eigentlich recht gut stricken. Obwohl häkeln tue ich eigentlich lieber. Also ich habe wahnsinnig viel gehäkelt. Mein Kulturbeutel zum Beispiel ist selbst gehäkelt und den kann ich euch mal zeigen. Jetzt habe ich mal eben die Sachen geholt. Also so ein Zeug häkel ich oder kann ich häkeln. Ich kann sogar Blumen häkeln. Also das ist irgendwie was, das ist ganz cool. Hier, schaut mal, sogar Blumen. Also das ist alles selbst gemacht. Und ich habe auch den Reißverschluss selbst reingemacht. Und genau, also so ein Zeug kann ich tatsächlich. Also, ja, und das ist meiner. Von der Seite. Da war leider das Problem, dass mir hier die pinke Farbe eigentlich dann erst später eingefallen ist. Weil man fängt unten an und dann macht man hier oben weiter. Aber ja. Das ist leider ein bisschen blöd gelaufen. Bester Platz für einen Kamin. Naja, vor dem Kamin überhaupt zu sitzen, ist doch eine schöne Sache, gell? Willst du mal heiraten? Also gerade im Moment nicht. Ich kann es mir auch nicht in naher Zukunft irgendwie vorstellen. Da müsste schon jemand kommen, der mich ziemlich vom Hocker haut. Und vielleicht könnte ich mich dann überreden lassen. Ja. Es hat letztes Mal einer gefragt, ob ich verlobt bin wegen dem Ring hier. Nein, bin ich leider nicht. Das ist, den habe ich mir selbst. Das ist. Auch ist ganz viel. Witzigerweise habe ich sehr lachen müssen. Und in meinem letzten Mia Clara und Du-Video haben ganz viele von euch geschrieben, dass ich verliebt wäre. Nein, bin ich nicht. In was denn auch? Ist ja keiner da, in dem man sich verlieben könnte. Also im Moment auf jeden Fall noch. Wenn du schon mal verheiratet bist, wie lange schon? Also wie gesagt, ich war auch noch nicht verheiratet. In wen warst du in der Schule verknallt? Oh ja, oh, da gab es jemanden, ja. Aber das ist eine sehr traurige Geschichte eigentlich. das war so 10. Klasse oder so. Und der war mit mir in der Klasse seit der 6. Also ich bin in der 6. Klasse auf eine andere Schule gekommen. Der war immer da irgendwie. Und dann in der 10. Klasse hat er eine Wandlung durchgemacht und hat angefangen, sich von oben bis unten tätowieren zu lassen und nur noch schwarze Klamotten zu tragen. Und ich habe den irgendwie immer super heiß gefunden. Ne? Also, und dann fing er an, eben halt genau meins zu werden. So voll tätowiert von oben bis unten und so ein Hardcore-Rocker. Und oh Mann, habe ich den, ja, den hätte ich schon echt gerne irgendwie. Aber der wollte nichts von mir, aber in keinster Weise. Und ja, ich glaube, dass. Weinst du oder bekommst du Wutanfälle, wenn du deinen Willen nicht bekommst? Nein, ich bin ja keine 5 mehr. Also ich tue weder weinen, noch werde ich wütend, wenn ich meinen Willen nicht bekomme. Man sollte andere Methoden finden, um seinen Willen zu bekommen. Und ich kann recht gut reden. Also eigentlich kriege ich auch immer das, was ich möchte, so, weil Argumente fehlen mir nie. Und deswegen. Ja, ich bin eigentlich immer recht ruhig, also, ja. Hast du Kinder? Nein. Willst du Kinder? Nein. Was ist deine Lieblingsfarbe? Also so immer noch im Anziehen ist es immer noch schwarz. Also wenn ich irgendwo was Wichtiges habe oder so, ziehe ich einfach grundsätzlich immer noch schwarz an. Und meine Lieblingsfarbe ist so dieses hier oder was in meinem Bett. Also so diese Rosatöne. Ich bin halt ein Mädchen. Etwas, was dir mal in der Schule passiert ist. Also ich habe immer wahnsinnig viel gerne geredet und habe deswegen immer Vorträge gehalten, wenn wir in der Gruppenarbeit was machen mussten. Das ist auf jeden Fall immer passiert, weil ich immer vorne vor der Klasse stehen wollte und reden wollte, weil dann mussten sie mir zuhören. Das habe ich wirklich sehr gerne gemacht, ja. Vermisst du irgendwen gerade? Ich vermisse meine Janina. Die vermisst die voll. Aber sie kommt ja Gott sei Dank nächste Woche zu mir nach München wieder. Und dann sehen wir uns ja dann auch den Monat wieder. Und ja, aber meine Janina vermisse ich schon ziemlich gerade. Das waren jetzt die 100 Fragen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange ich dafür gebraucht habe letztendlich. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann!